Hallo, herzlich willkommen in Sallys Welt. Ich bin gerade hier in Verl bei Nobilia auf der Hausmesse und wir haben richtig volles Programm. Eigentlich sollte ich jetzt herzhaften Kaiserschmarrn backen, so wie es bei mir in der App steht, mit Spinat, mit Champignons, aber die Zutaten sind gerade nicht da. Also habe ich mir gedacht, ich habe eh gerade Lust auf süßen Kaiserschmarrn und jetzt gibt's, haltet euch fest, Kaiserschmarrn nach Marmorkuchenart mit Früchten. Oh mein Gott, das wird ein geniales Rezept, denn ich habe noch nie auf der Welt Marmorkuchen-Kaiserschmarrn gesehen. Ich zeige euch mal die Zutaten. Dafür verwende ich 6 Eiweiß, eine Prise Salz, 30 Gramm Zucker, 6 Eigelb, Vanilleextrakt, ihr könnt aber auch Tonka nehmen, 250 Gramm Mehl, Backpulver brauche ich jetzt hier nicht, 500 Milliliter Milch, für die Schoko-Version noch 30 Gramm Kakao, 50 Gramm Milch oder Amaretto oder etwas Rum, etwas Butter zum Schmelzen und Zitronenschalen abreben. Ich habe mir das einfach gerade ausgedacht, weil ich dachte, Schoko-Kaiserschmarrn habe ich schon, Vanille-Kaiserschmarrn habe ich schon, das gibt es auch schon in vielen Versionen, aber Marmorkuchen hat noch keiner gemacht. Okay, ihr nehmt jetzt einfach Eiweiß, schlagt das Ganze mit Salz steif, lasst den Zucker einrieseln und dann nur noch so etwa halb steif verrühren. Nicht zu lange trocken rühren. Und in der Zwischenzeit einfach schon mal die Butter schmelzen, aber aufpassen, dass sie nicht zu heiß wird. Perfekt. Den Eischnee stelle ich kurz zur Seite, neben eine zweite Schüssel und da könnt ihr nämlich Eigelb mit Vanilleextrakt und Zitronenabrieb verrühren. Einfach so ein bisschen cremig. Zu den echten Marmorkuchen gehört ein bisschen Zitronenabrieb, nicht zu viel und eigentlich auch ein Schuss Rum, dann hat man so den perfekten Geschmack. Sehr gut sieht es aus. Jetzt nehme ich den Schneebesen raus, den Rest machen wir nämlich ohne Maschine. Jetzt kann ich hier abwechselnd so ein bisschen Mehl dazugeben, dann Milch, dann Eischnee unterheben und natürlich die Butter einrühren. Und so entsteht jetzt erstmal der helle Teig. So, jetzt ist der Teig erstmal flüssig. Da hebe ich jetzt gleich den Eischnee unter. Aber was ihr auch schon mal vorbereiten könnt, ist Kakao und Milch verrühren, damit sich das schon mal verbindet. Und jetzt nehmen wir die Hälfte, verrühren erstmal ein bisschen was mit der Schokoladenmasse. Wichtig ist nämlich, den Kaiserschmarrnteig nicht zu lange rühren, sondern eher unterheben. Deswegen erstmal die kleine Menge, dann verbindet sich der Kakao gut und dann könnt ihr die Hälfte der Masse mit Kakao verrühren. Jetzt noch mal ein bisschen drauf, dass es so ungefähr halb-halb ist. Muss nicht ganz, aber so ungefähr im gleichen Verhältnis. Dann habe ich jetzt nämlich hier, wie bei Marmorkuchen auch, einen hellen Teig und einen dunklen Teig. Und es wandert jetzt in die Pfanne, statt in eine Backform. Ich bin jetzt selber gespannt. Und jetzt fettet ihr einfach erstmal eure beschichtete Pfanne und füllt abwechselnd ein bisschen hellen und dunklen Teig ein. Und wir marmorieren das dann gleich mit einer Gabel einfach. Ja, das wird schon. Und jetzt erstmal festbacken lassen von einer Seite, dann wird er erst gewendet. Bin mal gespannt. Der Kaiserschmarrn backt jetzt gerade noch, aber ich habe schon mal eine zweite Pfanne aufgestellt, eine Gusseisenpfanne. Denn Kaiserschmarrn zeichnet sich ja dadurch aus, dass er angebraten wird und so eine schöne Kruste hat. Die Kruste kommt dadurch zustande, dass ihr da eine Gusseisenpfanne nehmt, Butter und Zucker und das macht einfach schon den gesamten Geschmack. Damit noch ein bisschen Crunch dazu kommt, nehme ich noch Mandeln. Das heißt, ich habe jetzt hier Butter, Zucker und Mandeln. Die werden jetzt kurz ein bisschen gehackt. Und dann kann ich auch schon mal die Butter in die Pfanne geben, auf die andere Seite den Zucker und karamellisieren lassen. Und zur Butter gebe ich dann die Mandeln. Die werden dann auch schön richtig braun. Hier auf die Seite Zucker. Okay.
jetzt die Mandeln so ein bisschen rösten, den Zucker nicht verbrennen lassen und dann auch gerne alles miteinander kombinieren. Perfekt, guck mal, den kann man jetzt schon wenden. Der sieht schon, eine halbe Minute lasse ich noch, aber dann wende ich ihn. Eigentlich ist es auch besser, ihr nehmt die Menge. Die reicht genau für zwei Pfannen. Und wenn ihr zwei Pfannen nehmt, dann habt ihr auch nicht so eine lange Backzeit. Dann backt ihr hier den einen, da den anderen, könnt ihn schön wenden und dann wird er gerupft in die Pfanne. Ja, habe ich natürlich nicht mehr dran gedacht. Deswegen habe ich jetzt hier noch ein Mini-Pfännchen. Aber das kriegen wir jetzt hier alles hin. Dann habe ich hier einfach mal so einen Silikondeckel drauf zum Backen. Das wird schon. Und jetzt versuche ich den jetzt einfach mal zu wenden, ne? Ja, ich lasse ihn noch ganz kurz. Sicher ist sicher. Ich habe meinen Tortenretter vergessen. Mit dem Tortenretter könnt ihr den perfekt umdrehen. Aber ich guck mal, vielleicht habe ich was anderes. Nee, nee. Egal. Ich fette einfach mal den Bratdeckel. Geht doch. Tada! Jetzt kurz fertig backen und darin wird er dann gezupft und schön angebraten. Sobald der Kaiserschmarrn gebacken ist, ich teste das einfach mit einem Kuchentester. Wenn nichts mehr dran hängt, dann hier rübergeben. Auf keinen Fall mit der Gabel in der beschichteten Pfanne zupfen. Gehen wir jetzt hier rein und dann schön auseinanderzupfen und hier drin backen. Das heißt, hier kann ich den Herd jetzt ein bisschen höher stellen. Hier noch direkt für alle zum Probieren. Also dann darfst du probieren. Danke, gerne. Ich bin gespannt. Also, es sieht hervorragend aus, es riecht hervorragend und wenn es jetzt auch noch so schmeckt, wie es aussieht und riecht. Und? Ein Traum. Ja? Ein Traum. Sehr schön. Marmorkuchen Kaiserschmarrn mit Früchten. Heute spontan ausgedacht. Heute ausgedacht. Fantastisch. Ganz, ganz lecker. Kann ich nur empfehlen. Ach, sehr Darf schön. Ich den ganz aufessen? Das ist vollkommen für dich. Ich mache auch gerne noch eine zweite Portion. Alles klar. Danke. Perfekt. Dankeschön, Lars. Das Rezept findet ihr wie immer in meiner App oder auf sallysblog.de. Ich freue mich richtig, dass der Kaiserschmarrn gut angekommen ist. Gerne auch die Glocke aktivieren, den Kanal abonnieren. Und falls ihr es vergessen habt, ich renne jetzt gleich zur Glocke. Bitte jetzt Glocke aktivieren. Die spontanen Rezepte sind halt immer die besten. Ach, ich freue mich. Ich freue mich. Hey Leute, ich bin's Murat und das ist mein Kumpel Günni. Wir haben wahrscheinlich momentan die teuerste und spektakulärste Handwerkersendung im deutschen Fernsehen. Geht jetzt direkt in die ARD-Mediathek, gebt dort einen Murat dreht am Rad und seht uns beim Handwerken, wie wir unglaubliche Dinge machen. Sag doch auch was. Mir fehlen die Worte. Ja, mir auch. Aber ich weiß, wo das größte Problem nachher liegen wird, das Ding nachher in das Auto reinzubringen. Meinst du, die wollte das wirklich so dunkel haben? Dann schleif's noch mal ab. Geh weg, hör auf! Geh. Du sollst aufhören. Nein, ich will das jetzt. Hey, geh weg, ich stech dich ab, ich sag dir. Hör auf. Hör auf. Ihr müsst mal zur Paartherapie. Können wir einen Boxkampf? Zwei gehen rein, einer geht raus. Aber hast du gar keine Angst, dass die jetzt zum Beispiel nicht glücklich sind mit dem, was du auslieferst? Vielleicht haben die was anderes erwartet. Meinst du, die Sendung kann man so zusammenschneiden, dass es aussieht, dass du was kannst?